Hallo zusammen, heute geht es um den Kompressor von Danfoss, den BD2 bis 3F. Und zwar sind diese Kompressoren, die wir seit Jahren verbaut haben, bei denen sie aber 1997 die Produktion vom Kompressor wurde eingestellt und durch den BD35 abgelöst. Das waren die Steuerungen dazu, weil der Motor hier, wir schauen den mal von oben her an, der sieht hier so aus, wir haben zwei Wicklungen, eine Süd- und eine Nordwicklung und das ist ein Gleichstrommotor und dieser Gleichstrommotor hat aber keine Kohlenbürsten. Wir haben hier auf der Seite einen Stecker drauf. Wir haben diesen Stecker drauf, das sind vier Pole. Und zwar haben wir hier den gemeinsamen. Hier ist eine Wicklung angeschlossen, hier die zweite Wicklung. Und hier ist eine Messwicklung. Diese Messwicklung misst, wo der Rotor steht. Und über diese Elektronik wird der Strom abwechslungsweise geschaltet. Diese Steuerung gibt es schon lange nicht mehr. Diese Steuerung habe ich noch zusammengebaut, als ich bei Danfoss, also ich habe die nicht zusammengebaut, sondern ich war in der Kontrolle. Die wurden früher in der Spendlinger Landstraße in Offenbach bei Frankfurt gefertigt. Da habe ich gearbeitet. Nachher kamen diese Steuerungen und von dieser Steuerung gab es ein Last Buy, also die letzte Einkaufsmöglichkeit. Das war irgendwie bei 2008. Seit 2008 werden diese Steuerungen, die sind also komplett kompatibel, nicht mehr gefertigt. Und wir haben immer noch Kompressoren, die laufen. Und die Steuerung ist defekt. Und ich habe einen türkischen Lieferanten, der baut diese Steuerungen nach. Ihr seht auch hier, seht vielleicht ein bisschen schlecht, der Preis. Die Steuerungen gibt es, die kann man bei mir erwerben. Oder ihr kommt vorbei und holt euch so eine Steuerung ab. Weil ihr wisst, ich mache einen Lagershop und wir schauen uns den jetzt an. Wir sind hier im Lagershop und ihr seht, hier hat es solche Steuerungen. Wir haben auch noch andere Steuerungen oder Max-Steuerungen, das sind von größeren Kompressoren. Oder hier sind EMV-Zusatzschutz für die BD35. Und hier drüben ist unser Lagershop am Einrichten, weil wir öffnen jetzt unser Lager für euch und hier gibt es Steuerungen, Thermostate ohne Sonde, Anschlusskabel, Turmbausatz für Waschmaschinen, Solarregler, andere Solarregler, Stecker, Schalter, Sicherungen, große 75 Ampere Stecker. Netzgeräte mit Open Frame für wenig Geld. Ja, diese Steuerung gibt es als Ersatzteil, zwar nicht von Danfoss, aber es ist möglich, die zu erwerben. Ja, das soll es gewesen sein als Ersatzreparatur, wenn diese Steuerungen hier ausfallen. Der Stecker wir haben die neue Steuerung und die alte Steuerung, der ist absolut
kompatibel, die passen, ist nicht ganz der gleiche, aber sie passen genau aufeinander, ist ein richtiger Nachbau für diese älteren Kompressoren. Ich mache euch hier noch ein Video über den noch älteren Kompressor und ich wünsche euch einen schönen Tag.